Montag, 26. September, aus dem Bundestag, und wir haben Sitzungswoche. Das heißt, alle Bundestagsabgeordneten sind im Bundestag. Da sind sie zwar sonst auch, aber man sieht sie nicht, okay, weil dann sitzungsfrei ist. Dann sitzen sie in den Ausschüssen. Und zu Gast bei mir ist Klaus Mindrup, der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Berlin-Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg. Habe ich das korrekt hingekriegt? Richtig, danke schön. Ganz schön groß. Danke für die Einladung. Ja, ist ein großes, der größte Bezirk von Berlin. Sie sehen ja noch ein bisschen niedergeschlagen aus, noch immer nicht erholt von der Wahlniederlage oder dem Sieg. Wie ist es bei Ihnen? War das eine Niederlage oder war das ein Sieg für die SPD vor zwei Wochen? Vor einer Woche. Aber vor einer Woche. Ich bin schon wieder meiner Zeit voraus. Ja, wenn man vor 20 Jahren gesagt hätte, dass die SPD mit unter 22% einen Regierungsauftrag in Berlin kriegt, hätte man, glaube ich, gesagt, das ist die Lacher auf seiner Seite gehabt. Auf seiner Seite gehabt, das sei Fantasie. Und wir haben natürlich keinen Wahlsieg erreicht. Wir haben stark verloren. Aber wir haben paradoxerweise trotzdem in Berlin einen Regierungsauftrag gekriegt. In Pankow sieht es etwas anders aus. Da haben wir ja vorher den Bezirksbürgermeister gestellt und eine Bezirksstadträtin. Da sind wir jetzt von Platz 1 auf Platz 3 gerutscht. Da haben wir nicht, eindeutig nicht den Regierungsauftrag. Wir haben 5 Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung, die 5 Stadträte stellen. Auch die AfD stellt einen Stadtrat. Sie hat auch ein Direktmandat gewonnen in Pankow. Also wenn man mich fragt, ist das Glas weitgehend leer oder voll, es ist weitgehend leer. Aber die Wähler haben uns trotzdem in die Verantwortung genommen. Also wir können uns jetzt nicht einfach so vom Acker machen und sagen, wir gehen in die Opposition, sondern wir haben weiterhin Führungsauftrag in dieser Stadt. Ja, mit kleinen Zahlen, trotzdem Führungsauftrag. Nun finden ja heute die ersten Sondierungsgespräche statt mit den Grünen und mit den Linken. Wird es so werden, Rot-Rot-Grün, oder kann es noch eine Überraschung geben? Also ich gehe fest davon aus, dass es Rot-Rot-Grün wird. Die Stadtgesellschaft hat ja auch klar, bei den Umfragen sieht man das ja auch, das ist die gewünschte Konstellation gewesen, dass die SPD jetzt quasi zur FDP und zur CDU geht, halte ich für politisch überhaupt nicht vermittelbar. Kommt es natürlich darauf an, dass wenn man 3 Partner hat, kommt es auch darauf an, wie diese Partner, ich sag mal, zu einem vernünftigen Mannschaftsspiel im Interesse der Stadt zusammenfinden. Das ist hat immer das Entscheidende. Hat vor 5 Jahren nicht geklappt mit den Grünen, um das mal so zu sagen. Die wollten nicht spielen. Die wollten unbedingt die A100 verhindern. Ja. Daran ist es vor 5 Jahren gescheitert. Das A100-Problem gibt es aber immer noch. Na, sie ist ja im Bau, also insofern das Verlängerungsstück. Genau. Aber wenn man das Stück immer weiter verlängert, geht es dann irgendwann mal durch meinen Vorgarten und da bin ich dann auch skeptisch. Also das ist immer das Problem, wenn man Autobahnen in die Stadt schiebt, weil meistens dann das nächste Stück dann auch kommen muss, weil man die Verkehre gar nicht bewältigen kann. Nein, also zurückgesprungen, ich gehe davon aus, dass die Grünen auch gelernt haben und dass jedem klar ist, dass wir hier eine Situation haben, wo man Politik nicht mehr spielen kann, sondern wo es darum geht, diese Stadt so zu gestalten, dass die überwiegende Zahl der Menschen hier gut leben können, dass man bezahlbare Wohnungen schafft und bezahlbare Wohnungen sichert, dass man eine kluge Wirtschaftspolitik macht, dass man die Verwaltung gut führt, gut erneuert, neues Personal einstellt, dass man im Bereich der Sicherheitspolitik die notwendigen Schritte ergreift, dass man bei der Polizei weiterhin für Polizisten, also auch neue Stellen schafft, dass man die Polizisten dann auch auf der Straße sieht. Also diese Stadt muss sich erneuern und der Erfolg, den diese Stadt weltweit hat, den müssen wir jetzt in der Verwaltung, in der Politik auch hier hinbekommen. Und das geht nur mit den Grünen und mit den Linken und geht nicht mit der CDU und mit der FDP, die wieder eingezogen ist? Ich meine, um mal ein anderes Modell zu denken. Wenn ich denn wüsste, was denn die FDP will, außer einen Flughafen rechtswidrig auf sozusagen offen halten. Also die sind ja als Tegelpartei gestartet. Und nach all dem, ich bin jetzt kein Jurist, aber nach all dem, was ich gelesen habe, geht das parallele Offenhalten von Tegel und Willy Brandt nicht. Und das ist also auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gewesen. Und eine Partei, die mal stolz war, die große liberale Rechtsstaatspartei zu sagen, sich dann hinzustellen und sagen, wir ignorieren die oberste Rechtsprechung in Deutschland. Und ist ja schön, wenn man, ich fliege ja auch gerne von Tegel, aber das ist ja trotzdem rechtswidrig, wenn ich das weitermachen will. Also eine Ein-Punkte-Partei, ich weiß ja gar nicht, kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man mit denen regieren können könnte. Und die CDU
hat ja jetzt genug eigene Probleme und war jetzt auch nicht so überzeugend in der Regierung. Also wenn man sich das mal anguckt, der Henkel hat, als er vor 5 Jahren Senator war, wurde eine hochgradig gut funktionierende Innenverwaltung übernommen. Wenn man sich heute erkundigt, scheint da alles durcheinander zu laufen. Na gut, er tritt ja auch nicht mehr an. Ja, also, aber sagen wir mal so, wir sind sozusagen gefedert worden und die CDU ist gefedert und geteert worden. Also das macht jetzt wenig Sinn, dass man da also quasi die Koalition der Wahlverlierer macht. Nur Rot, Rot, Grün. Die müssen sich zusammenkommen. Sie sind der Ansicht, das werden sie auch tun. Ja. Ja, die werden vernünftig sein. Ja. Ja, und 10 Jahre Rot-Rot hat es ja schon mal gegeben. Die meisten Berliner haben das offenbar vergessen. Das hat ja fast reibungslos funktioniert. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass die Linke sehr geschlossen ist in Berlin, dass sie auch den Regierungsauftrag ernst nehmen und dass sie auch Regierungserfahrung haben. Das ist wahrscheinlich eher das Problem bei den Grünen. Bis auf das kurze Intermezzo unter Walter Momper waren die ja in den letzten Jahrzehnten nicht in der Regierung. Und gut, in den Bezirken sind sie in der Regierung. Und dann, manchmal stellt man sich wahrscheinlich vieles vor, was man in der Regierung alles bewirken kann. Aber spätestens dann, wenn man feststellt, wie eng denn die Spielräume sind und wie mächtig dann die Bürokratie und der Verwaltungs- und Beamtenapparat ist, dann wird man schon mal gucken, dass nicht alles, was nicht unbedingt so schnell geht, am politischen Gegner liegt. Sie sind ja Bundestagsabgeordneter der Berliner SPD, ja, im Wahlkreis Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg. Haben wir schon gesagt, was wünschen Sie sich denn jetzt von Rot-Rot-Grün? Was muss prioritär behandelt, beschlossen und durchgeführt werden? Also das Allerwichtigste ist in Berlin das Thema Mieten. Wir müssen gucken, dass wir alle Instrumente, die wir haben, zum Schutz der Bestandsmieten in Berlin ausnutzen. Also vor allen Dingen, damit ist ja schon die alte Regierung angefangen, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen durch sogenannte Aufteiler, das muss gestoppt werden. Da haben wir ja schon eine Umwandlungsverordnung. Zwischenfrage, kann das Berlin alleine oder braucht es dazu Bundesgesetz? Berlin kann das alleine und hat auch schon die entsprechende Verordnung gemacht. Wichtig ist, dass Berlin jetzt seine Vorkaufsrechte noch zielgerichtet wahrnimmt, dass wenn jetzt jemand kommt und ein Haus spekulativ erwerbt, dass Berlin dann sagt, nein, wir nehmen unser Vorkaufsrecht wahr. München macht das zielgerichtet, dann wird der Investor, oder es ist eigentlich gar kein Investor, wird der Spekulant vor die Wahl gestellt, entweder eine sogenannte Abwendungserklärung zu unterschreiben, sprich nicht spekulativ zu entmieten und nicht Luxus zu sanieren, dann kann er das Haus behalten, ansonsten kann man das Vorkaufsrecht wahrnehmen. Also es ist wichtig, Spekulation müssen wir stoppen. Das gibt es schon, das habe ich ganz wenig gehört in den Diskussionen der letzten Jahre. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Hamburg macht das auch und Berlin hat es tatsächlich in einem Fall angewandt schon, Katzler Groß-Görschen-Straße gegen die BIMA. Ja, da läuft ein Prozess. Und das ist eine bundeseigene. Ja, klar, natürlich. Aber das ist ja geradezu absurd. Ja. München macht es, Hamburg macht es und Berlin hat es nur ein einziges Mal gemacht. Ja. Das heißt, wir hätten doch uns ganz viele Diskussionen ersparen können, wenn man das schon vorher gemacht hätte. Ja, man hat das Problem nicht gesehen. Also das ist ja, Das, im Ernst? Ja, man, also in das Berlin. Kann ich nicht glauben. Berlin war ja lange Zeit in diesem großen Schock, dass man gesagt hat, auch vor allen Dingen in der Verwaltung, 1990, wir wachsen auf 4,5-5 Millionen Einwohner, da ist das nicht passiert. Und dann hatten wir leerstehende Wohnungen, also noch vor 10, 15 Jahren haben die städtischen Wohnungsbaugesellschaften auch einen großen Leerstand, gab selbst Genossenschaften hatten Leerstand. Und dann ist die Stadt auf einmal so attraktiv geworden, vor allen Dingen nach der Finanzkrise nach 2007, dass jedes Jahr 40.000 bis 70.000 Menschen zugewandert sind. Und das ist, bis sowas in so einer Verwaltung ankommt, dass man da entscheidend umsteuern muss, das hat eben ewig gedauert. Und Hamburg und München waren da schneller und wir müssen dieses Instrumentarium jetzt anwenden. Ich habe in Pankow gerade einen aktuellen Fall, das habe ich meinem Baustadtrat schon vor der Wahl geschrieben, dass er da was machen muss. Ich hoffe, wir gehen da jetzt zielgerichtet ran. Und das ist eine geübte Praxis. Das heißt, wenn jetzt ein Investor kommt, sagen wir mal aus dem Land X, ja, und will einen ganzen Block kaufen, nehmen wir mal das Beispiel Wilhelmstraße. Da wird ja ein ganzer Block jetzt abgerissen. Ja, das ist ja schon vor langer Zeit passiert, ja. Ja. Hätte da Berlin sagen können, nee, das wollen wir nicht, wir üben Vorkaufsrecht aus, das bleibt alles so, wie es ist. Voraussetzung ist eine sogenannte Erhaltungsverordnung, wo man sagt, das erklären Sie mal, das versteht ja wieder keiner. Ja, das ist ja klar, das ist ja dieses komische Baurecht. Also es heißt auch Milieuschutz in Anführungszeichen. Das heißt, dort leben überwiegend Menschen, die zu schützen sind, also Mieterhaushalte, arme Menschen. Und wenn in einem solchen Quartier fast ganz, also Pankow sind fast alle Altbauquartiere so ausgewiesen als Milieuschutzgebiet,
In diesen Gebieten hat die Stadt ein besonderes Vorkaufsrecht. Und die Stadt muss das aber auch gar nicht zu ihren eigenen Gunsten wahrnehmen, sondern sie kann es zugunsten eines anderen sozialen Vermieters wahrnehmen. Städtische Gesellschaft, Genossenschaft und so weiter. In München ist eine Genossenschaft, die Vogeno, durch solche Modelle vor 20 Jahren entstanden. Also, und die ist heute eine der prägenden sozialen Genossenschaften in München. Also wenn ich Sie richtig verstehe, wir haben alle diese Instrumente. Wir hätten uns dieses Mietpreisbegrenzungsgesetz oder wie immer dieses Ungetüm heißt, was nicht funktioniert, eigentlich sparen können. Nein, das brauchst du ja trotzdem, weil du kannst ja nicht die ganze Stadt unter Milieuschutz setzen. Du kannst ja nur die ganz heißen Ecken unter Milieuschutz setzen. Aber auch dieses Mietpreisbegrenzungsgesetz kann ja auch nicht total gegen den Markt spielen. Das heißt also, das eine ist, wir müssen unsere Bestandswohnungen, die im Schnitt irgendwo bei 5,90 Euro liegen, möglichst versuchen zu schützen. Auch gucken, dass wir das öffentliche Eigentum, dass wir nichts mehr verkaufen, dass wir nur noch dazu kaufen, dass die Genossenschaften gefördert werden. Aber wir müssen natürlich auch neu bauen. Und wenn wir nicht beides machen, den Bestand schützen und neu bauen, dann kriegen wir das natürlich auch bei diesem Bevölkerungszuwachs nicht Sie hin. Sie gebrauchen immer das Wort Genossenschaft so oft. Ja. Sie sind selber Genossenschaft. Genau. Also haben viele Erfahrungen damit. Genau, Erklären Sie doch mal, wie das funktioniert. Und warum das so wenig gehandhabt wird in Berlin. Ich glaube, wir haben 170.000 Genossenschaftswohnungen. Das ist schon eine relevante Größenordnung. Nur es gibt bei den Genossenschaften gibt es viele alte, die sind 150 Jahre alt. Und das sind sozusagen die großen alten Tanker, die eine seriöse Arbeit machen. Die Mieten bei den Genossenschaften liegen so, muss nicht jeder Statistik glauben, also bei 5,05 Euro. Was zahlen Sie denn in Ihre Genossenschaften? Ich liege unter 5 Euro sogar. So. Ja, das wäre doch was. Ja? So. Genossenschaft gründen. Ne? Genau. Allerdings, ja, der Punkt ist, die Genossenschaft, in der ich wohne, ist vor 26 Jahren gegründet worden. Ne? Und ich habe lange zwischendurch in einer Genossenschaft gewohnt, die vor 16 Jahren gegründet wurde. Und die vor 26 Jahren hat einen Genossenschaftsanteil von 1.000 D-Mark. Die 10 Jahre später gegründet wurde, hat einen Genossenschaftsanteil von 10.000 D-Mark. Und wenn Sie heute eine Genossenschaft neu gründen, müssen Sie wahrscheinlich, wenn Sie neu bauen... Also das ist mein eigener Anteil. Das werden wir gleich nach der Pause noch erklären. Wir machen eine kleine Werbepause. Wir sind ja privates Fernsehen. Ja. Dann rede ich weiter mit Klaus Mindrup. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter. Und wir haben gesprochen über die Folgen der Wahl von vor einer Woche. Ich war schon wieder in 2 Wochen Rhythmus dabei. Und was jetzt vordergründig und prioritär in Berlin gemacht werden muss, das ist vor allen Dingen die Mietenfrage lösen. Bleiben Sie dran, ist ganz spannend. Bis gleich aus dem Bundestag, heute am 26. September.